eigentlich gleich bei euch sein, oder? Tanzende Lichter. Ah, ich sehe da jemanden. Eine Schulter hier auf mich so passen. Ja, naja. Ja. Ich bin groß, weiß und flauschig. Also wenn er mir selber nicht folgt, was soll ich machen? Ihn an die Leine nehmen? Ja, genau. Okay. Ja, wir können ihn auch einfach töten und dann jedes Mal im Lager wiederbeleben. Dann wissen wir wenigstens, wo er ist. Kommt ihr kurz 2 Minuten ohne mich klar, oder? Wir kommen die ganze Zeit ohne dich klar. Quatschen. Okay. Quatsch mal mit der Verrückten. Don't call the doctor yet. I've got potions, switches. I know I can do this. Bei dir ist wieder Werbung, Pilar. Oh, you're a pig. This is the children's ward. Back that way. Not dead. Merely medicated. To ease the pain. Mhm. Alter, Fertigkeiten sieht ziemlich gut aus. Ja, Fingerfertigkeit geht durch die Decke, Alter. Also Täuschen und Fingerfertigkeiten sind ziemlich gut, Dicky. Also. Aber mach Fingerfertigkeiten. Alter, Herr Euler, die werden wohl kein Bonus, Alter. Nee, glaube ich auch nicht. Jo, hat er. 29. I see movement. The patient's awake. Hello? Can you hear me? Can you hear me looking for? Not much left now. But you're welcome to look. I can see it in your eyes. Okay. Nice. Du was Gutes? Ja, Tränke. Sehr gut. Ja, aber die kriegst du nicht. Mann, sollen wir denn noch Sachen zum Verkaufen geben, Alex? Ja, bitte. Pack mal. Erzähl dir mit einem Gift das zusätzlich. Okay. Ja, pack mal alles rein, was ich hab. Na, die hat nur. Ja, die hat Heiltränke halt. Ein paar gehabt. Mehr aber nicht wirklich. Und Stinkmorchel, den nehmen wir mit. Kann ich einen Heiltrank draus basteln? Weil ich habe eine Schriftrolle gefunden, die heißt Arcanes Glimpfen. Also. Kannst du die mal anschauen? Ui. Allgemeine Schriftrollen gebe ich dir einfach mal. Was soll ich denn hier eigentlich? Nekromantiezauber des dritten Grades totstellen. Versetze einen Verbündeten in ein schützendes Koma. Er wird resistent gegen alle Schadensarten außer psychischen Schaden und Krankheit sowie Gift haben keinen Effekt mehr. Okay. Braucht noch irgendjemand Schuhe von uns? Nee, ne? Kommt drauf an, was zu können, ne? Habe ich gerade vorgelesen. Ach so. Aber hier ist mal der Ring, den wir dir geben wollten, Charlene. Dieser Ring der Familie, Familienring. Oh, Peiler, ich hab, nice. Ich hab, eine Eisrobe für dich, falls du keine gute Rüstung hast. Ich hab grad...
Zauberwirksamkeit, du erhältst ein Boni von 1 auf deine Zauberrettungs-SG. Funkelrüstung, der Träger hat plus 1 auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe, solange Blitzladungen verfügbar sind. Also ist jetzt gerade nicht so krass, weil ich nicht so viel mit Blitzladungen mache. Dann guck dir mal die blaue Rüstung an, die bei mir drin ist, die Eisbissrobe. Weil du hast dann nämlich Rüstung von Agathys drinne. Das ist ein Zauber. Der gibt dir 15 temporäre Trefferpunkte. Und wenn dich jemand mit einem Nahkampfangriff angreift, kriegt der 15 Kälteschaden. Jo, die nehme ich. Das ist doch eine richtig gute Rüstung. Ich weiß nicht, ich habe hier so eine Kette, wo man tanzende Lichter mitmachen kann. Erhält halt die Umgebung. Aber ist halt billo. Ich weiß nicht, ob du die lieber auch verkaufen solltest. Ja, würde ich sagen, oder? Brauchen die Kette doch nicht. Wir haben bessere so Ketten, glaube ich. Du bist zu schwer. Bin schon am Verkaufen. Geht jetzt? Ja, Jusen kann ich lernen. Was du mir geschickt hast. Nice. Also die Schriftrolle, warte. Das müsste wieder gehen, ja. So eine Arkane macht so. Die Armbrust brauchen wir nicht mehr, ne? So, wenn so kein anderer so braucht, eigentlich nicht. Nee. Ich soll den Kurspunkt nehmen, Peiler braucht das und ihr beide habt nichts zu klagen mit euren Dingern, von daher. Mach ich die weg? Weg. David hat auf jeden Fall noch einen Arsch voller Bücher. Lese ich gerade. Bevor du mir deine Bücher dann reinpackst, warte mal bitte. Okay, okay. Sonst lese ich nämlich deine Bücher auch alle nochmal. Operierungsbesteck. Bücher zu lesen, aber wir werden es wissen. Manchmal gab es Erfahrungspunkte oder eine Inspirierung. Genau. Oh, ja. Ja, schon. Genau, das bringt schon was, wenn man die liest. Okay, also ich habe dir das ganze Gold abgenommen. Haben wir auf jeden Fall 2400 erstmal. Plus das, was in der Truhe ist. Mhm. Aber wenn ich das sortiere, stackt der das dann nicht automatisch? Nö. Na toll. Super. Dass das wirklich was bringt. Verbannung hattest du schon gelernt, oder, Peiler? Das hat, war das, was letztes Mal nicht funktioniert hat, oder? Nee. Ich das war mit diesem verfluchten Phantom, das Ding. So. Pack dir mal meine ganzen Schrifttoren rüber, aber da ist Verbannung drin. Und Dimensionstor oder Tür. Ich glaube, das habe ich schon. Dann mal gucken, was alles drin bei dir. Also Dimensionstür habe ich auf jeden Fall schon gelernt. Kannst du Verbannung lernen? Gucken.
Jetzt auf jeden Fall nur Feuerschild. Glyphen des Schutzes. Klopfen. Krone des Wahnsinns. Nebelschritt. Wache. Elementbeschwörung. Und Selbstverkleidung. Okay. Naja, hört sich erstmal nicht so interessant an. Aber wenn du es nicht lernen kannst, dann hast du es dann schon oder kann man es dann nicht lernen? Obwohl, ich kann ja gucken. Hast du es mir reingepackt? Doch, Verbannung hast du schon. Ja. Okay. Stufe 4, aber den hast du bloß nicht bei. Aber dann können wir die Schriftrolle einsetzen. Ach so, jetzt sehe ich, das ist aber nur für 2 Züge. Okay, nee, dann ist es Müll. Warum hast denn du eigentlich tödliches Phantom nicht bei? Weil ich davor Plage bei hatte. Kann aber auch beides mit reinnehmen, kein Thema. Und weil ich halt Fluchbrechen drin hatte, ne? Achso, das andere macht 64 Schaden, ja. Aber das andere macht quasi 10 Runden lang 4 bis 40 Schaden. Ich weiß, aber derjenige darf es halt auch nicht blocken mit jede Runde würfelt er da dagegen, weißt du, wie ich meine? Ach stimmt, da stimmt, er hat beim letzten Mal einmal, ja stimmt, das war das Problem. Beim anderen kriegt er dann noch halbe Schaden. Vielleicht müsste man das dann irgendwie kombinieren mit, dass er zum Beispiel betäubt ist oder du machst ihn, ah ne Quatsch, das ist auch in Stufe 4 hast du nur ein Zauberspell bis jetzt. So. Ja. Weil sonst könntest du ihn halt quasi in den Schaf machen und danach die Plage rauf machen, dann hast du quasi vier Runden, wo du 40 Schaden machen könntest. Mhm. Oh, aber du hast eine Rolle, schwachen Elementar beschwören. Mhm. Kannst du die kann ich lernen, auch lernen. Ja. Vielleicht hat er mehr als 7 Leben. Also selbst wenn, ich sag mal, wenn er vor dem Kampf immer so ein Vieh beschwört, dann tankt das ja auf jeden Fall. Blind? Das. Wollen wir jetzt hier eigentlich noch in den Nachbarraum gehen oder erst eine lange Rast machen? Ich bin schon dabei beim Looten, ja. Jo, sind wir dabei. Hier ist auch irgendeine Aufzeichnung, da steht dringend davor, aber da gehe ich lieber nicht rein. Das ist aber auch Stufe 4, David. Auch Stufe 4? Mhm. Ah, das ist doof. Aber gut, könnte man ja ausprobieren. Mhm. Oh, hier ist eine schöne Truhe. Aber wenn der ja noch mehr Leben als die Kugel hat. Oder siehst du, dass die rot ist? Aber ich konnte knacken. Man merkt, bei Jusen ist Sonntag. Ist ja auch Sonntag, oder nicht? Hm. Ja. Für dein Hirn ist auch Sonntag. Hä? Verstehe ich nicht.
Oh, da ist eine rote Truhe. Geh ich mal ran. Ja. 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 Jusen ist halt kein rote Truhen-Rassist. Nee, ich nehme jede Truhe. Poorly. Quite so poorly wie sie indeed. Ist. The doctor will see you. The doctor will soothe. Down to the theater. Be swift. Be safe. Okay, hier soll ein Doktor sein, der uns retten kann. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Meinst du hier bei dem Karren mit dem verdächtig aussehenden Sack mit der roten Spur? Ach so, hier liegen auch ein paar Tücher bei mir. Also ich könnte erahnen, was da drunter ist. Ist anscheinend ein sehr guter Doc. Bei den ganzen Leichen hier auf jeden Fall. Geh mal runter, oder was? Ja, wir sind quatschen mal mit dem Doc. Dann geh ich runter. Moin! Obwohl, warte. Ist noch ein verschlossener Schreibtisch? Ich speichere vorher. Okay, ich speichere. Ja, den habe ich auch gesehen, aber ich will da ungern das knacken, wenn die daneben steht. Okay, dann quatsche ich erstmal mit denen, oder was? Ja, vielleicht sind die gut, vielleicht müssen wir neu laden. Okay, die machen irgendwas. Sieht sehr steril auf jeden Fall aus. Ja, sind Experten. Naja, Jusen hat ja schon sein Auge verloren, vielleicht verliert er jetzt noch ein Ohr. Ja, die sieht doch gar nichts eigentlich, oder? Pray, Sister. Show us the extent. Die sieht alle was zum Muss Jusen. Okay. Stop. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Na klar, kein Ding. Ich hab schon ein Auge verloren. Ich bin OP-Meister. Ja, ich mach Papa auf jeden Fall. Das ist so meine Art. Okay. Ich mag er schon mal nicht mehr. Ist okay. Go on. Acquaint the face of ignorance. Absence. Ich glaube, das ist der Freund vom Teufel. Ja, cool, Will. Du was machst, ist irgendwie uncool. What is the light of eyes, but the cancer that causes one to witness the laceration of being? Du redest echt viel, Alter. If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. Crazy, ja? Okay, das soll nur verbannt von den Augen. Wir reden gar nichts, Alter. Okay. Also, der mag mich nicht. Ich würde halt Barbar wieder machen. Nee. Paladin? Wir sind nicht so auch mal durch, was es sagt. Also wenn du Barbar machst, dann kämpfen wir auf jeden Fall sofort. Ja. Ich glaube, das muss auch sein, und oder? Paladin auch. Naja, überleg doch erstmal. Ich bin Barbar, ich überleg nicht. Ich kämpfe. Na gut. Aber es ist ein Kleriker. Na gut. Musi. Dann probier es. Mhm. Ich mach noch einen Bonus sicherheitshalber.
Ich hab's geschafft, hoffe ich. Nee. Minus 1. Oh. Bonus wurde aber nicht angezeigt, zum Glück. Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the ladies in. Und jetzt noch überzeugen versuchen, oder? Ja. Oder halt, ja, wie David sagt, aber. Ganz oben ist, glaube ich, neu und das haben wir jetzt durch das Dings rausgefunden, glaube ich. Dann mache ich Überzeugung, oder was? Hm. 16! Alter. Oh Gott, kann mir irgendjemand einen Bonus geben? Nehmen? Hast du schon drin? Göttliche Führung. Bitte, 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 17. 18, nice. Und nochmal nice. 21. Ich wäre für selten, ja. Oh, 21. Nein, let's go. Warum hast du das denn gemacht? Oh, kacke. Uiuiui. Massiv verkackt. Oh, yes. Halt, wer würfelt da jetzt nochmal? Oh, wir haben sogar schon 4. Darf ich einmal nochmal probieren? 21, ist nicht, aber ja, mal. Ja. No. 21 ist, glaube ich, zu krass, der Jusen. Das wirst du nicht schaffen. Dann mach ich weiter, ja. Then I dub thee, Master. What say you to the Master, sisters? The scalpel soothes. Come sing it song. We would hear your melody. Oh, bitte mach die klingende die singende Klinge, David. Die soll mal einen guten Gesang mitkriegen. Klappt auf jeden Fall schon mal seine Ärmchen aus. Mhm. Okay. Ich bin am Ende dran, toll. Cool, mit 13 Leben. Nice. Mhm. Wird lustig. Alter, der hat 276 Leben. Mhm. Wollen wir nochmal neu laden? Ich würde gerne nochmal neu laden, eine lange Rast machen und dann gehen wir ja, hier frisch in den Kampf rein, oder? So machen wir das, genau so machen kann wir das. Gerne machen, dann kann ich mir in der Zeit mal kurz was zu essen holen gehen. Außerdem kann dann David auch mal hier runterkommen. Ich wollte hier oben, von hier oben runterspringen. Achso, du bist da oben, okay. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall mich hier oben eher an die Ecke stellen oder so. Damit ich von der Höhe... Naja, David, aber die sind alle vor dir dran. Die werden alle an uns ranlaufen, höchstwahrscheinlich. Dann kann Brosse auch nicht mehr springen. Wäre eigentlich besser, wenn deine Eulenbär-Figur quasi da unten ein bisschen was wegtankt. Nee, nee, ich müsste vom Anfang an seit dem Gespräch drin sein. Ich bin gerade eben erst in den Kampf reingekommen. Wäre ich vorher dran, wäre ich wahrscheinlich... Weißt du? Ja. Ja, hast recht. Achso. Ja. Na, dann musst du gleich mit reinkommen, ja. Gleich ja, mit genau. Runter. Naja, wir machen jetzt erstmal eine lange Rast und dann laufe ich gleich mit noch schon nach vorne. So. Noch nicht anquatschen. Nee, nee, ich bleib hier stehen, wo ich bin. Genau, dann machen wir jetzt hier erstmal eine lange Rast. Wo ich laufe erstmal nach hier oben. So, wenn ich mich zurück teleportiere, na ist egal. Nee, oder Peiler kommt auch nach hier oben, dann kann er von hier oben runterschießen. Na, ich weiß nicht, ob das geht, ob der Winkel nicht zu steil ist. Ah, oder eine Etage weiter runter. Da kannst du auch hin. Na, wollen wir erstmal eine lange Rast machen? Was macht sie? Ja, okay. Boah. Erstmal alle ins Lager. Ja, genau. So, zum Lager. Mindestens ein Spieler hat abgelegen, ja.
stand bei mir. Ja, müssen wir nicht auch zum Lager? Kann man das so machen? Naja, weil ich gleich gerade teleportiert habe. Achso. Jetzt vom Lager. Was? Die wollen, dass wir jetzt gleich pennen, oder was? Hat David gerade, glaube ich, angeklickt. Ja. Na, einfach ja. Genau, einfach pennen, ja. Hä? Hat nicht geklappt und bei dir ist irgendwas passiert. Ja, ich habe mich zurückgefahren, weil wir geschlafen haben. Ah, jetzt so zu Bett gehen. Ah, weil der Tag noch nicht rum war. Okay. Ich muss Lagervorräte auswählen. Birne auf jeden Fall, das Pilz, Carrot. Das mal. Ne, gucke hier gerade. Mal ein bisschen mit Bedacht machen, Peiler. Ja, natürlich. Flaschen nicht nehmen und alles, was sonst niedrig ist. Weiß ich doch. Ja, naja. Deswegen, mal ein bisschen. Bisschen gucken. Sie. Echt, David? Nice. Bin ich wieder raus aus dem Lager oder was? Warte, ich will noch hier in die Truhe schnell alles reinpacken. Ja, sonst bleibe ich jetzt hier stehen, dann kann ich mir mal einen Teller zu essen herholen. Oder soll ich aus dem Lager schon rausgehen? Ne, bringt ja nichts. Ne, bleib einfach stehen. Wenn du jetzt weggehst, dann bleib einfach hier drinne. Was hast du getan? Was? Ja. Was? So. So, das haben wir. Dann kann ich jetzt die ganzen Schlüssel hier mal reinpacken. Das infernalische Eisen auf jeden Fall. Geld packe ich auch mit rein, ne? Wir haben jetzt 6000 Gold. Das ist immer sehr gut. Auch wenn Jusen unser Geld versäuft. In Tränke. Hör auf zu meckern. Ich meckere doch ja nicht, stelle fest. Ich muss doch auch einfach ein bisschen vorbereitet sein. Ich kann nicht einfach so halb tot in den Kampf gehen. Ja, Jusen, aber es geht doch anders. Dazu muss man nicht. Ich versuche doch schon mit meinem Zauber, eigenen Zauber mich zu heilen. Ist doch okay. Das meine ich nicht. Ja, doch. Alles vergisst du gerne, verstehst du? Hm. Wir können dem kleinen Mädchen sagen, dass ihre Eltern tot sind. Macht das. Wenn du gerne ihre Welt zerstören möchtest, dann bitte. Nee, ich hab's. Was ist passiert? Nicht. Sag. Die Kleine hat gerade den unseren Toten gefragt, ob sie sein Gesicht mal anfassen darf. Und sie meinte, er meinte so nein und sie so, ey, du Verderber. Okay. Aber hast du jetzt gesagt, dass ihre Eltern tot sind? Nee. Nein. Warum nicht? Wo denn? Vielleicht finden wir die ja. Du hast sie doch getötet. Na klar finden wir die, aber tot. Und das weißt du. Nee, das wissen wir noch nicht. Du hast sie doch getötet.
Wieso hab ich sie denn geschaltet? Ja, na, Ma, hier mächtiger, stärkster Papa aller Zeiten und stärkste Mama aller Zeiten, ne? Fanny bestimmt. Das war ja von einem anderen Jungen. Digga, die sind alle verwandt hier, das ist eine Insel. Nein, der Junge, der hat in sein Tagebuch geschrieben, dass der da gewohnt hat. Und das Mädel, was wir im Lager haben, das haben wir doch vor der Schlange gerettet bei dem Druidendorf ganz am Anfang. Das ist eine Sippschaft, glaub ich. Okay. So, ich habe Pyla jetzt mal so einen Trank der Arkan-Kultivierung hergestellt. Aber die Mächtigen können wir leider, kann ich leider noch nicht. Charlene, soll ich dir ein paar Zutaten für Alchemie mal reinballern? Wenn du welche ausmachst? Du hast alles, was ich hab. Nice. Immer her damit, wenn ihr welche habt. So. Streich jetzt wieder den Hund. Ja, dann weiß ich nicht. Sollen wir jetzt mit der Kleinen da reden oder hast du schon gemacht? Hat er schon gemacht, ja. Aber er will nicht sagen, dass die Eltern tot sind. Wir haben sie noch nicht gefunden und wenn wir hier sagen, ihre Eltern sind tot, dann lernen wir eventuell gar nichts von ihr und dann finden wir ihre Eltern und weißt du. Na, dann speicher doch und ich guck mal. Speichern. Rennst du hin? Na, ich guck, wo die ist. Hinten bei den Toten. Da, wo ich bin. So, ja. Da oben, dann. Okay. Ja, dann sag ihr das. Muss ich das machen? Okay. Ja, nur heul, heul, heul. Da, Inspiration gekriegt von Newsen. Nice. I don't believe you. Das war ein prächtiger Antwort. Das, war das ist meine Antwort. It isn't true. It isn't. Get away from me. Go. Realität des Kriegers. Ja. Durch mich, oder was? Mhm. Was gefällt dir? Du, ich bin kriminell. Keine Ahnung, was, wie ich Inspiration von der gekriegt hätte. Hätte die größte Lüge aller Zeiten aufgetischt oder so, aller Lysop, aber... aller Lysop. Vielleicht hätte ich dann Inspiration bekommen. Oder da wird nicht vergessen, wir greifen gleich nochmal Leute an. Soll ich mit den quatschen und macht das einer von euch? Nehmen wir die Inspiration jetzt oder nicht? Und ich gehe mal ganz kurz pinkeln, bis gleich. Was haben wir? Nehmen wir jetzt die Inspiration oder nicht? Ja, natürlich. Warum nicht? Okay, okay. Mitnehmen? Was meinst du, lernen? Ach. Die fehlt einer in deiner Liste. Wisst ihr, woran man merkt, dass man alt wird? Wenn einem beim Zocken schon kalt wird. Egal, deswegen habe ich eine Mütze auf. Ach, Gottchen. Ach, Gottchen. Ja, mir wird an der Beine kalt. Beim Zocken kann es auch einem kalt werden, weil es einfach kalt ist. Ja, das stimmt. Ja, Problem ist ja, David, wir wollen ja jetzt mal den komm, wir gehen raus aus dem Lager und los. Das schwache Element wollte ich ja mal ausprobieren, um dir zu zaubern mit dem Vierer. Ja, das habe ich auch. Du kannst zwischen drei wählen. Das waren diese beiden Flügelfiecher von vorhin. Achso, soll ich denn doch erstmal für den Kampf was anderes nehmen? Ich könnte da auch wieder Plage mit reinnehmen mit 8 bis 64 oder versuchen, dem Typen den Phantomzauber drauf zu machen. Und wenn der 10 Runden wirkt, bis zu 40 Schaden. Nee, nimm mal das Viech kannst du mitnehmen, das kannst du spawnen, das ist ziemlich gut. Ja, die ich weiß, aber ich habe dann keinen weiteren Viererzauber mehr. Mehr wollte ich ja nicht sagen. Ja, aber Plage... Doch, ich könnte mir einen wiederherstellen. Ja, aber das Viech hat ja wieder Leben und das fängt wieder Damage ab, anstatt nur einmal Schaden zu machen, weißt du? Na gut. Aber du hast ja recht, ich habe noch einen Slot frei, was nehme ich da nochmal rein?
Wie wär's denn mit Vampirgriff? Jusen, soll ich dann mal mit denen quatschen, oder was? Nahkampf. So oder so wäre es immer besser, ja, wenn wir beide runterlaufen. Nee, ja, das ja sowieso. Also ich aber ist eigentlich, glaube ich, egal. Weißt du? Können wir mal das andere probieren von mir aus. Weil du kannst bis zu 6 Kreaturen... ja, ich kann ja mal probieren. ...in ihrer Bewegung und Aktion warten, bis beeinträchtigen. Ihre Rüstungsklasse und ihre Geschicklichkeitsrettungswürfe sind um 2 verringert. Weil ich will kämpfen, Alter. Egal was passiert, geh einfach auf Kampfmodus, okay. Also ich, ja, lieber, ich gehe lieber auf Schaden, oder? Mal den habe ich. Den habe ich schon drin. Kann ich denn theoretisch noch umgehen, wenn ich einen kann? Ach Mann, was nehme ich denn jetzt? Irgendeins. Ja, ich überlege gerade. Wir nehmen einfach mal die mit rein. So. So, look. Dann schauen wir mal. Jetzt mal wieder meine Waffe nach. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du bist jetzt eine Katze oder was? Ja. Plötzlich bist du halt das Artefakt. Ja, die Kette, die ich umhab. Die reden kann. Rettungswurf klingt doch ganz cool. Ganz Asso plus 3. Zehn musst du schaffen. Brauchst du einen Bonus oder schaffst du es? Werden wir sehen. Aber ich guck wieder nicht hin. Oho. Okay, genau geschafft. Perfekt. Alter. Heute haben wir Glück irgendwie. Das ist das dritte Mal, dass wir genau schaffen. Heute, glaube ich. Habt ihr noch irgendwas verkaufenmäßig? Bist du doch beim Händler, oder was? Ja, die hat ja wieder Geld. Wir haben eine lange Rast gemacht. Na, warte. Schieb dir die paar Kleinigkeiten noch rüber. Alex, ich dachte, wir wollen jetzt angreifen. Mal können wir da auch ja, gehen. Aber wenn er gerade beim Händler ist, ist okay. Ich habe noch mal Tränke geholt, ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht, oder? Nee, sondern du teilst, ist das nicht schlecht, nee. Nein, mit dir nicht. Gehst mit geronnenem Blut, keine Ahnung, ob du es gut verkaufen kannst oder ob wir das später mal brauchen. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Steht nichts da mit Aktion oder sonst irgendwas? Als bei die Medizinfrau war, die hat keine Pfeile oder sowas. Die hat keine Pfeile. Beim Ausräumen oder was? So, ich gerade aber mit dem Zauberspell. Oh, alles gut. Bücher haben wir gesagt, die lassen wir erstmal. Da sind deine. Nee, kannst du mir die ganzen Bücher reinmachen? Ich habe meine gelesen. Und David seine gelesen hat, dann. Ja, ich habe David seine auch mitgelesen nochmal. Ja, und deine auch nochmal. Damit keiner was vergessen hat. Ja, na, dann packst du alle rein. Kann ich die verkökern. Verhökern, schmökern. Wer hat was gewürfelt? Oh nö, ich hab mich bloß versteckt. Achso, dann bleibst du generell so. Na, dann löse ich's wieder auf. Nee, bleib so. Dann kannst nee, denn das würfelt die ganze Zeit. Wenn ich dann irgendwann daneben bin, entdeckt mich, glaube ich, einer. Achso. Okay. Ich bin fertig. Pyla, ich hab so einen Trank der arkanen Kultivierung hergestellt. Cool. Brauche ich nach dem Kampf bestimmt. Oder sogar zwischendurch, wenn ich einen dickeren Zauber machen soll. Oh, es leckt bei mir wieder. Soll ich lieber wieder quatschen oder willst du? Ich mach doch gleich, Jusen. Warte doch kurz. Ich will doch Pyla nur den... Ich bin ein Halborg, der nicht warten kann. Sorry dafür, du kleiner Zwerg. Ist wirklich ein Zwerg oder einfach nur so ein Schlumpf?
Drakin? Nee, wie heißen die, Alex? So, so ein missgebildeter Schlumpf bist du rein. Mach jetzt erstmal die Tür zu hier. Ist dann jetzt auf. Hast durchgelüftet oder was? Ja. Ja, auch runter zu laufen, warte, warte. Wieso denn? Wie, wieso? Also ich stehe in Position. Okay. Bin Drauk. Genau. Na dann quatsch mal mit denen. Mach ich. Ich höre dir auch so mal zu. Ich höre dir zu. Irgendwie erinnern die mich, die Schwestern, so ein bisschen an Silent Hill. Ja, war auch so mein erster Gedanke. Ja, also die sind Feuer, Necro. Ja, also die Schwestern sind Necro-resistent. Und ansonsten so ein bisschen Feuer. Aus, als hätten die eine Unterhose falsch rum auf dem Kopf. Bin mal gespannt, was gleich bei dir rauskommt, wenn du würfelst. Na, mal gucken, wa? Ja. Nee, danke. Religion? Was kann man denn bei Alex? Überzeugen sieht ganz cool aus. Religion? Ja, aber... Krass. Ich werde für überzeugen. Schwestern sind noch nicht bereit. Ja. Ja, mit Nachforschungen und Religionen kriegen wir wahrscheinlich noch mehr Antworten quasi, also mehr Möglichkeiten. Naja, oder halt, wenn wir dahin weiter das Gespräch dahin führen, kriegen wir ja auch wieder so einen Dingspunkt wieder. Denk Director. Probier's. Ja. Brauchst du einen Bonus? Wenn mir einer geben kann, dann ja. Ja, warte. Ja, Yuzi. Hast du. Ja, 18. Hat er ja nie gebraucht. Ja, weiß man vorher immer nicht. Ja. Ja, Schurke. Damit macht er keine sauberen Schnitte. Religion könnte ich auch noch. Ja. Und überzeugen könntest du theoretisch auch noch. Dann würden wir aber, glaube ich, gleich den Kampf aus dem Weg. Genau, na, überzeugen, dann mache ich das ja gleich quasi. Also, das ist ja meine Antwort dann. Ich könnte jetzt aber auch auf Schurke gehen. Schoko überzeugen könnte ich. Überzeugen. Sie sollten gegeneinander kämpfen, ja. Ja, ich hoffe erstens. Ah, oder halt zweitens ist auch ganz geil. Alles gut. Sondern ein Meister, ja, aber das war dann wieder bestimmt mit 20. Ne, dann will ich das erste nehmen. 21 Euro, okay. Ja, aber dafür gut viel Bonis und zwei Würfel. Okay, gut luck, Digga, gut luck. Alter! Jawohl. Doppel 18. Was denn jetzt los hier? 23, perfekt. Tja, Jusen, das ist so, wenn man ein bisschen Charisma hat. Du hast minus Charisma gehabt, du hast eine Lüge. No. Hast ja, du hast minus 5 oder so als Ork. Du hast auch minus. Du bist auch hässlich. Deswegen trägst du auch eine Maske, das ist ja ehrlich. Ja, und? Aber mich können die Leute leiden, halt siehst du doch. Das ist ursprünglichen Charisma, so diesem Steinzeit-Charisma, weißt du, Alex? Ah, guck jetzt. Ja. Okay, was machen die da? Na, die kämpfen jetzt gegeneinander, ja, so wie ich es wollte. Sind es schon mal weniger. Ja. Alter, hast du Haki oder was? Nee, wer? Jusen, wenn du das mitliest, dann kriegst du das auch mit, wenn du dann nur auf die... Nee, Jusen guckt sich nur die Bilder an. Also, guck mal, die oh, guck mal, die Kleine bewegt sich, voll lustig. Ich mach bewegte Bilder, die Schrift macht mir Angst. Denkst du, warum wir die ganze Zeit hier Überzeugung machen? Na, damit wir ihn killen. Wir können ihn auch überzeugen und dann killen, oder? Ich bin für zweitens. Also, der Teufel hat uns der Tipp gegeben, wir sollen als erstes angreifen. Ja, dann let's go. Okay. Oder obwohl, die dunkle Umarmung der Herren, dann kriegen wir denn noch was von ihm vielleicht sogar noch? Weiß ich nicht. Ja, klar, tot, wenn ich es schaffe. Alles, was er hat. Los. Macht mich vertraut damit. Ja klar, wir können auch angreifen einfach. Jusen wir einfach nur kämpfen, Alter. Das ist so ein Typ, ey, wirklich. Nee, ich überzeug den.
Ui. Das ist halt die Frage, ob dunkle. Ich habe nur verkackt. Hast du verdient, Alter, wollte ich nicht. Würfeln. Nee. Doch. Nein. 21. 21. 4 haben wir schon wieder, Alex. Ja, aber 21 ist krass, jetzt schaffe ich nicht. Doch, jetzt schaffst du es. Nein, du verkackst es. Doch, er schafft es. Ja. Okay, ich sag nichts mehr. Ja. Kritischer Fehlschlag. Danke. Das sollst du würfeln doch nochmal. Nee. Nee. Wir kriegen alle 20 Minuten zum Punkt. Moment. Komm, jetzt sind wir gegenseitig gekillt, wir haben noch den Typen. Okay. Jetzt kann Yuzen kämpfen wenigstens. Aber jetzt sind es wenigstens nicht mehr 5, sondern nur einer. Ich bin auch noch vor dem dran. Warum bin ich nicht dran? Jetzt hätte ich noch einen flächendicken irgendwas machen können. Kannst du aber nicht. Ne, ihr beide geht jetzt nah ran. Ja. Na, ich kann auch, ich muss auch warten. Der Typ ist erstmal dran. Ne, ich bin dran. Ja, und danach ist der andere Typ dran. Warum leckt denn das bei mir so, Alter? Das sind seine Arme. Na, sagt OBS irgendwas bei der Aufnahme? Nee, ne? Nee. Er muss. Weiß ja nicht, was du eingestellt hast. Wenn du alles auf hoch hast in dem Spiel, dann würde es mich nicht wundern, wenn es leckt. Okay, der Typ kann mehrmals angreifen, wenn er nur 40% Leben hat. Mhm. Deswegen müssen wir zum Ende hin schnell machen. Alter! 50. Das denkt mal eine Schelle, Digga. Oh, ich kann was machen. Oh, da holt die sich wieder. Ja. Mhm. Aber die hat nur 12. Meine Nvidia-Grafikkarte ist hier oben gerade angesprungen. Ja, nicht Sprung. Na, wenn du mit mit Shift und hier dem Pfeilwechsel. Was war denn das jetzt? Ich hab einen Blitzangriff gemacht, aber der. Hast du. Warum ist der Patient explodiert? Hä? Was ist denn da jetzt explodiert? War da irgendein Fass oder sowas? Da ist nichts explodiert. Ich bin einfach nur kurz ausgerastet. Das war doch ein recht großer Flächenangriff. Nein, ich habe einfach nur ganz kurz Bärenstärke gemacht. Kampfrausch. Ja. Ich hab nicht keine Lebenspunkte verloren. Okay. Komisch. Nee, der Patient da ist halt. Naja, egal. Der ist auch da. Der hat nur noch Mousse auf dem Boden. Ich sehe, David. No. Gut, na mehr kann ich von hier oben eigentlich nicht machen. Wenn du die 10 wechselst, Pilar, ne? Also wenn du quasi mit Shift und Tab zwischen den einzelnen Sachen hin und her scrollst, wie früher bei Steam, dass du bei Counter-Strike ja Steam geöffnet hast, ne? Ja. Genau dasselbe ist gerade mit der Grafikkarte passiert quasi. Also die ist ins Spiel rein quasi und hat sich wieder eingewählt. Komisch. Ja, verstehe ich auch nicht. Also als ob die sich abgeschalten hätte und wieder angegangen ist oder so. Ja, aber wärst du bei den Grafikspeicher des Mainboards gelaufen, dann hätte Baldur's Gate gar nicht funktioniert. Ja, so wie es geleckt hat. Ich kann es so nicht sagen, aber vielleicht ist mein PC auch einfach zu schwach für Baldur's Gate. Es geht eigentlich, also du müsstest es eigentlich so auf normal müsstest du spielen können. Oder Medium oder was auch immer steht. Bei mir ist Mittel eingestellt. So, ne, warte mal, das Kamera. Alter, du bist. Na, ich überleg. Feuer ist er ja resistent. Mein Blitzstrahl kann ich nicht machen. Ja, ist Mittel, ja. Das geht auch nicht.
noch was Giftiges? Ja, aber es hinterlässt auch eine Giftpfütze, da weiß ich. Das steht ja immer mit drin. Und der Sonnenstrahl? Ganz oben links, zweiter Fach, sag ich mal. Das? Könnte ich machen, ja. Treffe ich aber leider nur zu 65%. Mehr als die Hälfte ist okay. Ist mehr als 50-50. Ja. Auf Stufe 2, 3 oder 4? Mach 2. Erstmal gucken, ob du triffst. Muss ich gerade den heftigsten Zauber machen. Ja, siehst du. Schon mal Feuerschein. War halt Feuer gewesen, ne? Ist okay? Ah, scheiße. Ja, gut, daran habe ich nicht gedacht. Egal, Schaden ist Schaden. Ja, Schaden ist Schaden. Sehe ich auch so. Der Ende Pylorus, denn ist schon ihn dran. Warte. Ich spiel's jetzt mal alle auf niedrig, mal gucken. Voll weg, Alex. Okay, also jetzt läuft's auf jeden Fall schneller. Oh, weg. Wie kann das funktionieren? Mal gucken. Gut, dann hau ihn um. Ja, ja. Mal erstmal schauen. Ah, er ist ein Untoter. Zwei kritischer Treffer, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast einen 38 abgezogen. Hallo, Selfie! Hat da! Nice. Okay, die 14 hat er wieder zurückgeworfen. Nee, er hat da wieder eine wiederbelebt. Das war kein so. Schaden gegen mich, sondern er hat Schaden gekriegt, weil er die andere da belebt hat. Richtig, aber du hast ja trotzdem eine Null bekommen. Nee, ich habe 14 Schaden gekriegt. Er hat mich nicht angegriffen, er hat die Olle da wiederbelebt. Die steht in mir drin. Siehst du oben in der Leiste. Ja, ich sehe sehr. David, funktioniert ja denn das jetzt eigentlich, wenn du jemanden heilst, dass die maximale Heilung ankommt? Ja, also ich habe mehr die höhere Heilung. Okay. Beziehungsweise, okay, wenn ich die Heilung durch meinen Hut bekomme, ist es auch öfters höher. Na, wenn du dich selber heilst, das ist klar. Aber genau, na, und bei euch auch. Also nicht immer, aber bevorzugt, sage ich mal. So, bewegt euch jetzt mal nicht. Ich habe Angst, dass ich... Nee, ihr leuchtet nicht. Jetzt, du bist benommen, wir können... Okay, sehr gut, sehr gut. Mhm. Nummer 8 abgezogen. Okay, wenn der Kampf vorbei ist, dann würde ich mich nämlich nochmal heilen. Mit Heiltränken. Achso, also keine kurze Rast. Nee, die kurze Rast ist ja, wenn wir alle Schaden genommen haben. Okay, okay. Und die frage nur, weil sonst will ich jetzt die extra Dings machen. Gut, dann mach ich Ende jetzt. Gut. Ich bin durch. Für die Runde. Weil das ist nämlich auch die Sache, Jusen, wenn du nämlich die Tränke da verballerst, dann könntest du nämlich auch das Amulett von David nehmen, dann würdest du immer die maximale Heilung kriegen. Es kommt immer drauf an. Wie gesagt, wenn ich einmal das Amulett anlege, die Special Effect mache, dann aber das andere Amulett nehme, ist nein, nach dem Kampf, Jusen, nach dem Kampf. Wir haben doch da oben auf dem Felsen gestanden und du hast dir da einen Trank nach dem anderen drin geballert. Wie gesagt, wenn ich das Amulett nehme, ist diese Fähigkeit mit extra Energie und so weg. Durch das Amulett, was ich trage. Nicht im Kampf, nach dem Kampf. Nee, sein Beistand-Amulett. Der genau. Ja, genau, das meine ich ja. Das hast du, das kannst du doch danach wieder anlegen. Du solltest ja, aber doch nicht für immer fangen. Ich kann den Effekt nicht aktivieren, weil ich erstmal eine lange Rast wieder brauche. Der Effekt ist dann weg, erst wenn ich eine lange Rast wieder dann habe. Ja, mein Gott, ja, dann scheiß doch auf die 5 Trefferpunkte, aber wenigstens verballerst du nicht 20 Tränke. Nicht so 5 Trefferpunkte, das sind auch Lebenspunkte, die ich mehr habe. Na, meine ich doch. Das ist doch Trefferpunkte Maximum. Ja, aber auch Lebenspunkte. Nicht nur Trefferpunkte im Game, sondern ich habe auch Lebenspunkte einfach mehr. Jusen, Lebenspunkte ist Trefferpunkte. Das ist ein und dasselbe. Okay. Ja, nee, Jusen ist recht. Du kannst auf die 5 verzichten, wenn du einen Trank trinkst, der dir 4 anstatt 20 gibt, dann lieber das Juwel.
Ja. Geht ja nur, wenn du den heilst. Und du, der Effekt jetzt ist ja sowieso schon weg, also... Bis jetzt habe ich Beistand. Ja, er hat ja Beistand. Ja. Das ist immer bis zur Langrast. Richtig. Aber 5 Punkte nur, ja. Ja, deswegen, auf die 5 Punkte kann er dann scheißen. Find ich nicht. Naja, doch. Denn trinkst du nur einen Trank und erhält 20 Trefferpunkte zurück, anstatt du 4 oder 5 trinkst. Wird ja alles übereinander verteilt. Nein! Chosen, nein! Sehr gut. Ah, wir haben ihn ja gleich. Jo. Ich habe noch Wucht. Mal gucken, ob ich das nächste Ding überlebe von ihm. Verstehe auch nicht, warum er mal mich angreift. Du bist halt die kleinste Gefahr. Ha! Oder weil du mit dem gequatscht hast. Ach komm, als ob 65% und ich schlag daneben. Komm, probieren wir's. Ach komm, 20, ich wusste es. Angenommen. Scheiße. Zu gierig. Sagen, ich versuche die einzelne Olle da wegzuhauen, war. Wenn du kannst. Dann treffe ich auch nichts. Wie wär's denn mit dem Ring Todesrettung plus 2? Hab ich verkauft. Aus Prinzip. In dem Fall wäre es echt lustig gewesen. Ja, aber eigentlich will ich ja da nicht hinkommen, dass ich immer Todesrettungswürfe brauche. Aber du schaffst es wohl so erfolgreich. Warum sollen wir es denn verhindern? Du wusstest doch gerade, dass es einen Kampf geben wird und du wolltest unbedingt mit denen quatschen. Also. Okay, gib dein Bestes. Ich habe ihn so runtergerockt, wie ich konnte. Ich treffe euch. Geht alles nicht. Okay. Trifft das? Nein, trifft euch auch. Also, du triffst ja eigentlich nur mich, weil der ist ja schon eigentlich schon... Achso, das kriegt er noch extra. Naja, aber dann... Ne, genau. Das mit dem Säurepfeil nochmal. Kannst du nicht so einen Feuerball beschwören und den einfach hinterrücks angreifen? Aber er hat Feuer... Resistenz, Yuzi. Und zwar zweimal. Kannst du einen Eisball? Ja, aber das macht alles Rutschflächen und so und die Attacken sind auch nicht besonders stark. Dann mach erstmal eine Rutschfläche, ist okay. Dann mach lieber Eisschaden. Dann sind wir nur ausgerutscht, ist okay. Ich versuch bloß wegen, dass ich Alex nicht treffe. Das ist ja praktisch. Nee, es geht aber nicht. Dann passiert's halt. Fick dich einfach so hart, Alter, wirklich. Wenn ich Yuzen das nächste Mal im Real Life sehe, dann mache ich eben hier die... Wenn, dann ist es Yuzens Schuld. Attacke! 2 Schaden. No. Was? Hat ja... Das ist ein Yuzen, gib Heiler mal ein paar Pfeile.
Hab auch nicht mehr viel. Also jetzt müsste da sie töten, ansonsten bin ich nächste Runde Matsch, wenn ich's verkacke. Sie töten, okay. Das will er gleich. Also 26. Pack mal, hau aus, mal auf den Fetten und dann guck ich mal, ob ich... Aber Pilot ist gerade ein bisschen von mir entfernt. Versuch du erstmal irgendwie ein bisschen... Klopp du doch erstmal auf den Fetten und dann gucken wir weiter. Sind wir jetzt alle drei eigentlich gerade dran? Ja, ja, ihr seid alle drei gleichzeitig dran, ja. Wie gesagt, ich bin jetzt noch ein bisschen entfernt von ihm. Also wenn Pilot jetzt irgendeine etwas heftigere Waffe machen kann, kann er es gerne machen. Dann kann ich danach angreifen. Ja. Weil sonst bin ich zu dicht dran. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Entfernung von ihm. Oder ich greife ihn an. Wenn ihr wollt, dann greife ich ihn an. Na, dann lass doch Pilot erstmal gucken. Du stehst trotzdem drin. Ich weiß, aber ich schau ihn nicht, oder? Nee. Dann ist okay. Nee, muss doch nicht sein. Mann, alles gut, mach ruhig. Nee, du ja, musst doch jetzt keinen Schaden in Kauf nehmen dafür. Ist doch Quatsch. Also könnte man den Wichser in dieser Runde fertig machen. Kriegen wir vielleicht doch so hin. Warte ja, doch. Wir müssen doch nicht gleich die erstbeste Aktion nehmen, nur weil du denkst, wir schaffen es nicht. David, was könntest du jetzt machen? Also ich könnte bis zu 10 Schaden machen höchstens, sag ich mal. Könnte einen von beiden mit Glück töten. Was aber mach erstmal den Fetten, ich übernehme die Kleine. Und wenn er den Fetten nicht schafft, dann mach ich ja den Fetten. Oh, nice. Ist doch schon mal gut. So, 16. So, jetzt hau da immer drauf auf den, wenn er im besten Fall ist, der platt. Ja, schade, 4. Hast du normal? Leider nein. Dann mach den Dicken erst platt. Aber er hat ja Säure drauf. Er leidet am Ende des eigenen Zuges 2 bis 8 Säureschaden. Unser Glück ist es 2. Also. Aufhelfen kannst du auch nicht. Ja. Aber dann. Ich würde sagen, ich töte dann doch eher den Großen. Ja, töte mal den Großen, David, weil du bist dann nämlich vor der Eulen nochmal dran. Okay. Na gut. Anbar. Nice, eine Inspiration erhalten. Ja, kann ich okay. Na, du bist ja gleich wieder dran. Obwohl, ich könnte dich nochmal heilen, dann stehst du wieder auf. Das könntest du machen, ne? Du kannst. Ah, darf. Nee, geht nur bei Lebendigen. Hä? Jetzt hey? Geht's? Ja. Bin noch lebendig. Jetzt. Ja, nee, weil die Olle dir tot war. Den habe ich jetzt nice. Geheilt. Mich? Jetzt noch. Okay. Alles gut. Hast du alles richtig gemacht? Nice. Und ich kann. Nee, ich kann nicht angreifen, leider. Doch, ich kann. Gestanden ist, oder? Doch, ich kann angreifen. Aber David ist auch dran, oder? Ja, ja. Mach du erst. Naja. Okay, dann mach ich. Ja, voll weg. Aber enge. Alex stand nämlich in Wasser. Hätte doch schief gehen können. Geil. Gut. Hat doch ganz gut funktioniert. Einer lag mir die ganze Zeit auf dem Boden rum, aber das war ganz gut. Ich hab auch nochmal eine Inspiration bekommen als Krimineller. Oh, nice. David, gibst du mir erstmal dein Amulett, bitte? Ja, man soll da mein Amulett haben. Warum loote ich von oben? Das gibt's nicht. Tja. Ich bin erstmal durch die Säure gelaufen. Hier, David. Und so wieder. Ein paar ganz übertragen. Warum? So, Jusen. Ich habe jetzt 3 Tränke gebraucht, 2 kleine und einen großen für 40 Leben. Mein Dicker, ich kenne das Prinzip des Amulets. Alles ja, gut. Dann denk doch daran. Ja, wie gesagt, am Ende verschwindet meine Kraft halt. Und was ist jetzt besser? 3 Tränke zu trinken für 40 Leben oder 7 Tränke zu trinken, damit du 5 extra Leben hast? Na, am besten erst gar nicht in diese Situation kommen. Naja, aber sind wir ja nun mal. Jetzt gerade nicht. Bei mir geht's dir auch ganz gut.
Ey, wirklich sinnlos mit dir zu diskutieren. Ich wollte doch gar nicht anfangen. So. Hat er jetzt irgendwas Gutes eigentlich gedroppt? Ich hab's nicht gelootet. Ich hab jetzt was gelootet. Lebender kritischer Treffer. Einmal pro lange Rast kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen ihn landet, das zieht zweimal zwei Züge lang lähmen. Lähmen? Lähmen. Was ist das hier? Der hat eine Waffe, ein Trampiergerät. Herr mit dem Knochenbohrer? Was ist denn das für eine Attacke? Rüste den Chirurgen mit einem giftigen Knochenbohrer aus, sodass der Knochenbohrer Schrecken wirken kann. Hat er 3 bis 24 Schaden. Peiler, ich pack dir mal zwei Schriftrollen rein. Das sind zwei blaue. Einmal Schutz vor Energie und einmal Ewarts schwarze Tentakel. Die macht Schaden. Mhm. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Alter, was? Das ist eine Nahkampfattacke. Bohr in das Gehirn eines Gegners und verängstigt ihn. 8 bis 80 Schaden? Oh, nicht schlecht. Aber was ist das für ein Nahkampf, oder? Das ist eine Nahkampfwaffe, ja. Was denn? Bei Usen oder was? Ja, das Trepaniergerät. Bei mich sind 5 bis 10 Schaden. Ist leicht, okay. Bohr einem Gegner den Schädel an, dass er möglicherweise liegend ist. 10 bis 22 Schaden. Okay, das braucht eine kurze Rast. Aber das andere, meiner Meinung nach... Aber bei mir steht 11 bis 21. Weißt du, wie viel Schaden Usen damit macht? Ne, ich nur 5 bis 10. Ne, die Attacke, die ist dieses Herr mit dem Knochenbohren. Ja, Trepanation, oder nicht? Oder was jetzt? Nee. Ach da, Herr mit dem Knochenbohrer. Und unten steht halt nur Bonusaktion. Ja, als Bonusaktion, ja. 3 genau, bis 24 steht da aber bei mir. Genau, jetzt drück mal C und geh mal Knochenbohrer des Schreckens. Ja. Bohren das Gehirn als Gegner und ihn verängstigt. Ja, 7 bis 79, Alter, ja. Ja, nice. Wenn das eine Bonusaktion ist, dann machst du das einfach jede Runde. Als Klassenaktion, ja. Das ist schon krass. Mit 6 und 11. Ja, weiß ich nicht, soll ich mal gucken? Ich kann die Sachen hier unten nicht aus dem Regal nehmen. Ja. Kann das eine machen? So, ich guck mal, ich hab's mal angelegt. Müsste mir das ja eigentlich... Wird es dir angezeigt als Fähigkeit? Ja. Nee. Als Haupthand vielleicht? Nee. Na, vielleicht Lucy, musst du bist der Größte, noch... kommst du mal hierher? Also noch auswählen. Wo soll ich denn kommen? Das ist eine Klassenaktion. Hast du es angelegt aktuell? Ja, ich hab's ausgerüstet, ja. Oh, bei mir. Mach's mal als Einzelhand. In dem Regal, da liegen noch Sachen drin. Ich kann die alle nicht rausnehmen. Und oben rechts, die Bücher kriege ich auch nicht rausgenommen. Wo ist denn hier Klasse? Allgemein. Passiv. Oben rechts die Bücher und alles, was in der Mitte vom Regal steht. Ein Mörser. Eine Flasche. Ich auch nicht raus, Siki. Augen in der Flasche. Aber mit Kurzschwert bist du auch geübt, ja. Hm. Hadi. Ich auch nicht raus. Aber ist die Frage, für welche Klasse das ist, dann Klassenaktion. Ah, hier kommt man rein. Ja, ich habe auch was. Eine Sache konnte ich gerade nehmen. Ja, das mittlere Gruppe, finde ich. Soll ich mal anziehen und gucken? Ja, kannst du gerne mal probieren. Vielleicht kannst du damit dort anfangen. Aber ich habe die Sachen nicht, leider. Ah ne, Spritze, hier ist auch was. Ich kann geworfen werden.
Aber der kann nicht geworfen werden. Tja, komisch, wa? Ja. Vielleicht ist es so ein Ding, das du auch einfach werfen musst, weil die Spritze. Wir haben auch eine Spritze gefunden. Wie ein Katapult oder was? Nee, das, du kannst ja improvisierte Waffen nehmen. Oder beziehungsweise Sachen aus deinem Inventar einfach werfen. Dann schmeißt du den, jemanden damit ab. Hier, hey, rüste den Chirurg mit einer schmutzigen. Ach, vielleicht hätten wir den auch auf unsere Seite holen können. Weil da steht immer, rüste den Chirurg aus. Oder jemand kriegt noch eine Klasse Chirurg. Kann auch sein. Looten, looten, looten. Wollen wir den Typen eigentlich nochmal wiederbeleben und mit Toten sprechen? Vielleicht kriegen wir was über den Teufel raus. Na, ich kann das leider nicht machen. Haben wir jetzt Sets von C getanzt? Ein bisschen Tango. Ich komme gleich weiter. Dann mit Toten sprechen. Ich wollte hier nur die Türen mal öffnen, falls die Jungs irgendwo hinrennen wollen. Warte, Leiche zu stark beschädigt. Darf kein Untoter sein? Nö. Malustrom ist, glaube ich, ein Untoter. Okay. Ja, kann ich nicht. Also keine Untoten. Schade. Achso, soll ich erstmal speichern? Ja. Ist doch jetzt ganz gut gelaufen, der Kampf eigentlich, wa? Ja. So. Ja. War jetzt hier noch irgendwas, ne? Die Tür sind wir doch jetzt gerade erst gegangen, oder? Sind wir von hier gekommen? Aber hier führt ein Weg Richtung Dunkelheit, wo wir noch nicht waren. Rechts hoch. Oh, bei mir ist ein Gegner hier. Todesalb. Ach, das ist die... Und hier vorne ist ein schattenverfluchter Zwerg. Hier bei mir sind Schattenverfluchte. Hier vorne, Leute. Ja, willkommen. Hier sind Gegner bei mir. Okay, ins Wasser gehe ich auf jeden Fall nicht. Komm zu dir. Bin da. Ich kann mich hier anschleichen und einen von denen schon mal wegtöten, wahrscheinlich. Mach erstmal meinen Fackel weg, Alter. Ach, ihr seid draußen. Oh nein, scheiße, ich komm von der anderen Seite. Ja, kannst du aufmachen, die Tür. Hallo, da. So, wen soll ich denn da töten von denen? Verfluchter Zwerg, Halborg. Ich sehe nur vier Gegner, ist das richtig? Ja. Mehr sehe ich jetzt auch nicht. Mensch. Soll ich mal ein bisschen Richtung zu denen laufen? Schatten auf dem Boden. Nein, bitte nicht. Ja, Todesalb. Links rechts liegen noch zwei Schatten auf dem Boden. Okay, wir müssen in die Dunkelheit runter. 24. Ich hätte jetzt gesagt, entweder den Schatten unten links oder den Hund halt. Den Schatten unten links? Ach, da. Wartet aber bitte. Den Hund. Okay. Soll ich nicht lieber einen großen Angriff auf die... auf irgendeinen Mensch da machen oder den Zwerg? Wenn ich mit einem 50er Crit treffe, dann ist das Vieh schon mal tot. Okay. Ich hab's ausgelöst. Läuft. Super. So viel dazu. Ich wollte hier auch auf das Dach springen und nicht da vorne rauf. Ich sehe ziemlich weit hinten, sorry Leute.
Nekrongift. Es passiert, was passiert ist. Ich komme jetzt nicht meckern. David? Hm. Ich würde einen Mondstrahl machen auf die. Tu dies. Würde gerade nur auf wen, aber ich würde auf den Todesalb wahrscheinlich machen. Mhm. Der Todesalp ist so verängstigt, der macht da jetzt nichts. Dann ist Peiler dann dran. Ja, und dann wirkt der Mondstahl auf jeden Fall nochmal. Mhm. Nice. Jetzt sind Peiler und eh nochmal dran. Nice. Andern mal mit aufgedeckt. Ah, jetzt sehe ich den Untoten. Jetzt kann ich da auch den Licht hinmachen. Versuche erstmal die Dogge zu töten, ne? Okay, habe ich. Und ist jetzt nämlich auch Yuzen dran. Ja, wo soll ich jetzt mal hinrennen? Zuerst zwischen den Säulen? Am besten hier vorne. Hier vorne so, ja. Am besten so ein bisschen mittig, damit die, wenn die an uns, an dir vorbei wollen, zu uns, dann, dass du nochmal zuschlagen kannst. Und Peiler sollte von da oben vielleicht weg. Sonst ist Peiler nämlich Ziel Nummer 1 da wahrscheinlich. Aber das werden wir sehen. Nice. Oh ja. Helf mir, Peiler! Danke. So. Der Alp ist immer noch verängstigt, ne? Also der macht jetzt diese Runde nix. Vielleicht helfen wir erstmal Yuzen und machen da die beiden um ihn rum da erstmal tot. Ja. Okay, nice. Okay. Ist wenigstens einer der Zauber, wo Yuzen keinen Schaden nehmen kann, oder? Na doch, ich muss nur den... Der Kreis darf nicht drin sein. Okay. Oder er darf nicht im Kreis. Aber der kommt halt von oben, dadurch ist es immer leicht einzuschätzen. Peiler? Mhm. Ich mach jetzt den... Ist nicht erreichbar, wieso? Ich würde den Halborg vor dir machen. Gegen wen bist du denn besser? Gegen den Halborg oder gegen den Schatten? Ja, Halborg hat bloß eine Resistent gegen die Nekromantie. Und der Schatten... gegen fast alles, was ich kann. Also dann soll ich lieber den Schatten töten. Mhm. Abitsch. Ja, mal gucken.
Nice. Ja, umherhauen! Frauenpower. du musst jetzt den Alp töten, wenn du kannst, David. Ecke? Ja. Der ist als nächstes dran. Und wenn ich beide töten will? Mach doch. Aber ich sehe. Shit. Wenn du das kannst, dann tut. Warlik. Nice. Oh krass, hat nicht gereicht. Hammer. Na, das war doch mal ein guter Kampf. Speichern? Bitte? Ich speichere. Danke. Oh, wir haben keinen Schaden gekriegt. Richtig gut. Ja, war der Nachteil, dass ich das ausgelöst habe, doch ein Vorteil. Nee, aber ja. Naja, wir hätten uns anschleichen. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, wir müssen auch hier runter. Aber wir nehmen Marsch jetzt schon überall. Aber hier sieht alles gelootet aus. Hier drüben bei mir geht es noch ganz Fülle. War noch nicht fahren. Kann ich die Map hier noch? Kann ich die Map noch scharf machen wenigstens? Anzeige, achso, das ist der Anzeige-Bitch. Modellqualität, Schatten, Wolken, Textur, Instanz, Nebel. Ich mache hier schön Beleuchtung. Ach ja. Modellqualität. Da unten rein. Was jetzt? Rithwin House of Healing, presiding surgeon, Malus. Das Wort nicht. Weil hast du eine Ahnung, wie die Minimap scharf angezeigt wird? Scharf? Minimap ist so scharf. Ja, ich habe jetzt alles auf niedrig gestellt. Achso, warte mal, Texturfilterung, vielleicht das hier? Ja, bist du auch dafür, dass wir hier runtergehen, ja? Nee. Aber du stehst hier. Das war halt auch nicht. Nee, aber so kann ich dir da das aus dem Stehgreif jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, wir speichern hier vorher und dann gehen wir runter. Wir haben doch gerade schon gespeichert nach dem Kampf. Okay. Aber ich glaube, da unten geht's weiter mit Kämpfen. Irgendjemand hat Überleben gerade gewürfelt? Mhm. Hier hinten an der Scheune. Hast du aber nicht geschafft, ne? Nee. Lass mal zu Pyla gehen. Bitte? Ich hab's gefunden. Die Texturqualität ist das. Ja. Alle Fehlschlagen. Alle Fehlschlagen? Ich komme. Ich hol Ofi. Okay, also mit der Texturqualität kannst du die Karte anzeigen. Scharf. Mhm. Wo seid ihr denn? Da. Ja. Ich muss nur gucken, wie ich da hin gelaufen komme. Ja,
Schade. Hat jemand... Aber der Hund... Nothing. Kapp hat ausgebuddelt. Nice. Und? Ja, war gut. Oh, oh, oh. Hat eine neue Fährte? Ah, ne, ist genau das gleiche. Ja, und das ist ein bisschen dämlich. Oh, hier unten ist ein Wegpunkt. Ich aktiviere den mal. Auf den Kopf gefallen. Vielleicht ist daneben aber noch ein Schatz. Ist mal gegraben. Dark Justicius, who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorne. Wo ist denn der Wegpunkt? Vorne. Nein, vorne. Weil hier ist noch Zeug gewesen. Ich sehe nicht. Okay. Ach, oh, den. Alter. Wenn wir den Weg hier runter gehen, Richtung Westen, über die Brücke, da sind ganz viele große Ogers oder was da sind und so. Ja. Wir feiern aber eine dicke Party in dem Dorf. Ich aktiviere noch schnell den Wegpunkt hier vorne. Okay, jetzt haben wir den. Straße nach Baldurs Tor. Ui. Sieht auf jeden Fall sehr alter aus. Das sind viele, die da rumlaufen. Große und kleine Gegner. Sieht aus wie ein Riesendorf. Ich glaube, das Stadt. Ist das das Vorlage zur Baldur's Gate oder? Also Baldur's Tor ist ja. Baldur's Gate ist Baldur's Tor, ja. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist doch nicht Baldur's Tor, ist doch keine Stadt hier. Das ist ja nur quasi wie so ein Vorposten vielleicht. Naja, das ist der Weg dazu, ja. Aber ja, genau. Nee, das ist ja, Baldur's Gate ist doch unten in der Höhle. Und Jusen rennt rein. Das ist so unglaublich, ey. Ich hab vorher gespeichert. Besser ist es. Hallo, Jusen. Wir bleiben hier. Geh mal gucken. Was ist da? Sag mal hallo. Und er ist tot. Na, jetzt traust du dich nicht mehr, oder was? Ich geh mal. Ein Kämpfer, okay. Ich dachte, ich bin alleine. Cutscene? Ja, ich sehe gerade. Unzählige Gestalten in der Ferne lassen keine Zweifel zu, eine beachtliche Armee drängt sich auf dem Weg voraus. Ja, entweder weggehen oder umkehren steht bei mir. Genau. Was machen wir? Umkehren oder weggehen? Na, es ist ja die Frage, ob die Armee uns feindlich gesonnen ist oder nicht. Ja, wir sind jetzt alle da eigentlich? Um. Bitte? Beides ist das Gleiche. Gehen wir jetzt weiter oder nicht? Sind alle da? Was hast du gesagt, Peiler? Ob es am Ende nicht aufs Gleiche hinauskommt? Aber wenn wir umkehren, dann greifen sie uns nicht an. Ja. Ich weiß, ob sie uns angreifen. Na, wenn wir umkehren, dann nicht. Das hätte ja vielleicht auch nicht. Nein, muss nicht. Na, wenn wir jetzt umkehren, die haben uns doch noch gar nicht gesehen. So, weitergehen oder umkehren? Das ist jetzt die Frage. Na, weitergehen, oder? Wir haben gespeichert, wir gehen einfach weiter und gucken, was wir okay. Haben. Oh, wir sind im Kerker. Okay. Du bist für deine Verbrechen eingesperrt worden? Was denn für Verbrechen? Warte, dann will ich da auch nochmal lang gehen. Hätten wir vorher gespeichert, oder? Ja, David? Ich hoffe. Naja, Alex, bist halt da, wo du hingehörst. Ja, und ich bin immer wieder rausgekommen. Das Gleiche. Ja, weitergehen. Ich hab Cutscene. Das ist die Frage, ist das jetzt hier ein neues Mini-Dungeon quasi?
Waren wir sind im Gefängnis. Ja, aber wir sind ja irgendwo neu. Geheimversteck? Hier ist ein Händler auf jeden Fall. Ich erinnere mich. Bitte, hast du Bex gesehen? Dark hair, golden eyes. So, komisches Geheimversteck. Geheimversteck. Gefängnis, wo hier so ein riesen Loch ist. Lia oder Chrissa? Oh, man kann mit der sprechen. They got away. They actually made it. Oh, thank the gods. She must be with the others. She must. Look, tell her to go to Baldur's Gate. I'll meet her there. Ich glaube, wir haben eine neue Quest. Ich habe jetzt bloß nicht ganz verstanden, wie wir hierher gekommen sind. Ja, mit dem Gequatsch mit der Armee, die haben dann gesagt, wir wurden eingesperrt und dann haben die uns festgenommen. Und dadurch sind wir jetzt in einem ganz neuen Gebiet, wie ich sehe. Oder? Ja. Hier gibt's auch Händler und so, also wir sind theoretisch unten im Knast vor Baldur's Gate. Ihr könnt in das Loch springen. Ich habe eine Inspiration gekriegt, auf der Flucht. Siehste? Sehr gut. Weil das ja, ich sehe es gerade, ja, geil. Nee, es gibt gar keine Tür, oder? Nein, du sollst in ein Loch da springen, Peiler. Warum? Ich springe ungern in Löcher. Ja, dann bleib da oben. Wir gehen dann schon mal vor. Wir warten an dem Baldur's Tor auf dich. Schon wieder so dunkel. Wo sind... Ey, haben uns unsere Waffen abgenommen. Ja. Ich habe keine Waffen. Unser ganzes Inventar haben sie uns abgenommen. Mhm. Schweine, die... Okay, jetzt will ich sie töten. So, außer das Artefakt konnten sie nicht abnehmen. Und trotzdem hast du wieder ein Buch und einen Eimer. Fangende Tagebuch. Ja, ich habe ja was aufgenommen. Ein Buch und einen Eimer hast du dabei. Ja. Genau. Ist da einmal zum Kacken, oder? Nee, ich loote ja mit Alt. Im Gegensatz zu dir. Ich laufe nicht an den Sachen stumpf vorbei, die mir nicht angezeigt werden. Oh, hier ist ein Viech. Ja. Aber wir haben keine Waffen. Ich kann mich auch ohne Waffen wehren. Ich nicht. Ich hab auch noch ein paar Angriffe, ja. 75! Ja. Ja, wie soll ich zu euch hinkommen? Ihr seid irgendwo über mir, ne? Ja, du musst da vorne rumlaufen, Peiler. Da. Ja, da musst du hin. Ah, jetzt sehe ich es auch. Oh, 39 Leben hat er, den ich. Den kannst du auch, glaube ich, spawnen, Peiler. Hat mich jetzt gerade jemand. Achso. Hä? Achso, das ist. Oh, was ist der für Attacken? Da ist noch ein Zwerg. 6 bis 23 macht Feuerschaden. Schächtengegner. Tödlicher Ohr. Überhitzt. Okay, jetzt müssen wir ohne Waffen hier kämpfen? Das ist ja Quatsch. Ich kann meine Zauber alle. Außer die ich mit dem Stab könnte. Na dann Licht los. Ich muss ja erstmal nach oben kommen. Oh, ist gut, dass wir einen Freund haben. Der Typ ist gut OP, den wir spawnen können. So, der Acer, der ist für uns, oder was? Den kann ich spawnen. Beziehungsweise Pilot hat die Fähigkeit auch, dass er den spawnen kann. Aha, okay. Er hat 39 Schaden, hat ein AOE bis 17. Ja, und cool. Kann Feuerschaden machen, 6 bis 23. Ja, cool. Du meinst 39 Leben, nicht 39 Schaden. Achso, er hat 39 Leben, ja. Schreib mich nicht ab. Weißt du was? Keine Zeit. Gut, dass ich da ein Stück weggelaufen bin. Okay. Aber steck gleich wieder auf. Eigentlich alles machen.
Warte mal, lass mal Pyler erstmal, der hat ja seine AOE-Dinger da. Überleg, was ich gerade mache. Na, dann überleg. Was hat der 75? Also ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mache, wenn ich den boxe. Yuzu will ich verängstigen. Nee, Pyler will ich verängstigen. So verängstigt bin ich von deinem Arsch eigentlich nicht, aber. Hast du mir jetzt das Lied vom Tod gesungen oder was? Das ist in die Richtung, ja. So. Der ist wissen nekromatischen Schaden auf jeden Fall. Und der ist gegen Angriffe gegen ihn im Vorteil, also im Nachteil für ihn so. Das teilt gut aus, Alter. Ja. Ja. Der kann doch eine Bonusaktion machen, ja. dass er Hits hat. Ist ja leider ein Level 4 Zauberspell. Aber. Nicht schlecht. Pyler, wenn du wenn du diesen Schutz machst, dann verlierst du Arkan-Schutz bei dir, ne? Ja, ich weiß. Aber das brauchst du bei David, glaube ich, nicht machen, weil in seiner Eulenbär-Form ist es egal, ob er Leben verliert oder nicht. Ja. Das solltest du, du hast ja nur begrenzt Sachen dafür, weißt du? Hm. Wow, ein groß. Okay, ich bin glaube ich in dem Kampf komplett nutzlos, Alter. So noch der da hinten, oh ja. Mhm. Hat Hockey! Gib ihm Packung, David. Oh, cool. Easy. Wir brauchen Waffen. Ja, eine Schaufel wäre aber cool, weil könnten wir das hier ausgraben. So gucken, ob irgendwo eine rumliegt, aber bei den ganzen Gedärmen und so ist das gar nicht so einfach. Ich glaube ja nicht, wa? Cool. Bis jetzt lag hier nirgendwo irgendein Werkzeug rum. Wo man ja so, weil wir ja irgendwo weit unten sind, denken könnte, Bergbau, aber. Okay, hier oben geht's weiter. Nein, 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 nein. Ach man, Alter. Ich hab doch die Kamera gedreht. Ich warte hier oben auf euch. Kommt ihr beide? Bin auf dem Weg. David, hast du mal mit dieser Astel gesprochen? Mit wer?
Ja, die uns recht geholfen hat beim Kampf. Das ist immer noch meine Jusen. Achso. Das ist mein Diener. Mein Lakai. Wieso, findest du so heiß oder was? Geht's. Soll ich dich verkuppeln? Wer nicht? Ich meine, im Endeffekt, achso, soll ich speichern oder? Ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt eigentlich nochmal neu starten? Nicht, dass unsere ganzen Waffen weg sind. Naja, ich würde erstmal gucken, wo das hier hinführt, oder? Nö. Okay. Wir wissen ja jetzt noch gar nichts hier. Okay. Hier ist ein Erdhaufen rechts, Alter. Ja, wir haben keine Schaufel immer noch. Achso. Vielleicht kann ich buddeln. Kannst du mal gucken, wenn du buddeln hast? Ja, das stimmt. Nö. Nee. Musst du dich vielleicht in ein Trüffelschwein verwandeln oder in einen. Du hast die Fackel gefunden, die kannst du ausrüsten, damit kannst du zuschlagen. Das ist nicht ganz useless. Du hast 1 bis 4 Schaden bzw. Feuerschaden. Oder? Oh, da unten ist eine Wache. Aura des Schutzes. Zenot Nadi. Okay. Oh, da ist auch so ein Auge. Da müssen wir aufpassen. Sperrauge. Ja. Ja. Ich glaube, egal was wir angreifen, das würde automatisch den Kampf auslösen. Ich meine, von hier oben hätte ich eine gute Position, aber nur wenn der Kampf direkt vor mir abläuft. Ah, ja, wir können aber links aufs Boot. Riesig. Ich glaube, da wo Alex ist. Ja, da müssen wir vielleicht. Da ist gar kein Auge. Wand, die können wir kaputt machen. Aber wir können ja hier auch rüber. Und dann ist da hinten jemand am Boot, ne, wa? Nicht, dass ich bis jetzt sehe. Und da hinten geht es dann auch noch weiter. Da ist noch ein Gang. Oh, und dann gehen wir hier erstmal. Hier ist etwas Böses und die tief. Frage ist, vielleicht können wir die auch da befreien? Ja, die Wand kaputt machen, wa? Ja. Vielleicht sind die dann auf unserer Seite? Fragezeichen. Aber wir haben ja nichts, wa? Wir haben ja auch unsere Rauchbomben nicht und so. Frage, ob ich zaubern kann. Ja, probier's doch mal mit einem Zauber. Oh, ich hab hier Waffen gefunden. Hier ist ein Knüppel, Kurzschaden. Buchtschaden ist verdoppelt, ich kann dagegen springen, das macht Buchtschaden, oder? Hau rein. Ja. Ja. Oder? Ich muss nochmal gegen springen. Warte mal, David, bevor du das machst, bitte. Ja. Ich habe hier drüben Waffen gefunden. Wollt ihr euch erstmal ausrüsten aus meinem Inventar, bitte? So, nein, dass ihr da einen Bogen anlegt und einen Knüppel vielleicht? Oh, ich habe gerade mit meiner Kette gesprochen. Und was sagt sie? Kann sie die Waffen besorgen? Na, ich steck's einfach wieder ein. Können wir uns ja beim nächsten Mal. So, drehen, 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 drehen. Okay. Genau. Habt ihr irgendwas ausgerüstet bei euch? Jo, ich hab einen Bogen und einen Speer. Peiler kann vielleicht die Armbrust nehmen. Einen Bogen. Was nehme ich dann? Geworfen, vielseitig. Kann ich einen Knüppel nehmen? Okay, ich kann 2 Knüppel in der Hand nehmen. Immerhin. Dann nehme ich den Speer. Ah, cool, ich habe jetzt auch wieder meine Hinterhältigkeitsdinger. Achso, muss eine Finesse-Waffe sein. Okay. Naja, aber wenigstens habe ich den hinterhältigen Angriff mit dem Kurzbogen. Ja gut, dann ab aufs Schiff oder was? Ne, Tür auf. Wieso das Schiff? Mauer ein. Mal erstmal gucken, was es hier gibt, Jusen. Jo, wir kommen zu uns. Pass auf, ne? Wir haben den befreit. Rennen sie hin? Ah, okay. Nebenan waren wir. Die rennen weiter. So, da gibt's nichts weiter? Ja, mal Schiff probieren und den hinterherlaufen. Wollt ihr das mal hier gucken, oder? Schade.
brauchen unbedingt eine Schaufel. Ja. Oh, mein Hund ist immer noch im Gefängnis. Na, scheiß drauf. Mhm. Der kam nicht mit nach unten. Hier ist noch eine Wand. Dahinter ist ein Händler und so. Die versuchen die Wand einzureißen, ja. Da musst du dagegen springen. Und ich poxte die nicht mehr drauf, mal gucken. Okay. Oh, so geht's auch. Nice. Sehr gut. Oh, das Auge kommt. Von wo? Geradezu, aus dem Loch, wo die beiden reingehen. Hinter uns. Die Wärterin. Alter. Die ist unsichtbar. Alter, da sind noch mehr. Alter, wie sollen wir das schaffen, ey? Ja, jetzt kommen noch mehr. Wir hätten gleich aufs Boot gehen sollen. Mein Rehen. Aber gut. Können wir es da nicht ändern? Ich kann da nicht durch, weil Yusen an der Mauer steht. Ja, ich renne jetzt schon ein bisschen nach vorne. Ja, wir können sie auch hierher locken, ne? Wir kommen ja jetzt hier überall durch. Aber wir kommen ja alle nur durch den Tunnel. Ja, aber die rennen ja da jetzt aufs Boot wahrscheinlich alle. Kann sein, ne? Hallo, Yusen. Hi. Kann ich verstecken? Nein. Okay, der rennt weg. Da. Okay. Sie sich aufteilen, finde ich jetzt nicht so praktisch. Nee, wa? Also entweder laufe ich jetzt in die andere Richtung mit, wo die Teufelsboys langlaufen, oder ich laufe in eure Richtung mit. Ich glaube aber wirklich, dass wir vielleicht nach unten laufen müssen, weil unsere Quests sind auch alle unten. Was heißt denn unten? Na, wenn du auf der Karte guckst, unten rechts sind unsere beiden Quests. Aber wir haben jetzt auf beiden Seiten Gegner. Hier auf meiner Seite ist ja noch das Auge. Und bei euch sind die anderen. Ja. Na, eventuell müssen wir gar nicht mit dem Boot fahren, sondern unsere Waffen irgendwo unten erstmal im Gefängnis hinherholen. Beantwortet aber immer noch nicht meine Frage, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt zu euch da nach vorne kommen oder soll ich hier hinten bleiben? Bleib hinten und geh mal in die andere Richtung und mach da welche platt. Na, da hinten kommt keiner. Achso. Hier sind alle bei euch. Es sind drei Leute. Das Auge ist da noch. Ja, aber das Auge. Das ruft ja eigentlich Verstärkung, aber ist egal. Denn. Macht das Auge platt. Naja, nee. Keine Ahnung. Ich weiß es da auch nicht. Da kannst du auch nicht sagen, Peiler. Mach nach Gefühl. Kann jetzt so und so ausgehende Teil. Wissen nicht, wie viele da kommen. Nice. Gute Wachen. Okay, ein. Gut. Komm, keiner. Oh, da ist mein Hund. Ey! Alter! Okay, er ist am Arsch. Alter! Okay, die zerlegen die einfach komplett hier. Wollen wir flüchten? Jetzt
sind wir so dicht davor, jetzt können wir doch eh mal probieren. Tja. Ja, würde ich auch sagen. Also, ja, keine Ahnung. Ob wir die. Denke nicht, dass wir die sterben lassen können. Ich würde einfach abhauen. Wir sollen doch nur den einen retten. Nur der eine hat sein Quest-Symbol dran. Da steht zwar, rette die Gnome, aber er hat das Quest-Symbol. Bongle, oder was? Hm. Nee, hier, Wulbren. Hilft den Gnomen zu fliehen. Achso, Wulbren, Bongle. Achso, ja. Ja, lass den Zwerg hier stehen und dann rennen wir weg, oder was? Würde ich sagen. Wenn sich Drehner da vorne opfert. Gut, dass der Eulenbär wegrennt. Bin ich? Ja. Sag ich ja. Gut, dass der Eulenbär wegrennt. Ich freue mich gerade, dass ich mich in die Richtung gestellt habe und jetzt wieder nur in die andere Lufe. Ey, die machen viel zu viel Schaden. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt was machen können. Naja, rein theoretisch. Ich habe meine Klassenangriffe wieder. Ich könnte mich verstecken und guten Schaden austeilen. Ich habe einen Bogen. Du bist ein Eulenbär. Peiler kann zaubern. Also, so wenig Schaden machen wir jetzt auch nicht. Und sind nur drei. Ja, Hüder hot jetzt. Na, ich bin jetzt schon weggerannt. Aber ich kann auch wieder hinrennen. Also, mir ist es Wurst. Also, was denn nun? Rennen wir jetzt zurück oder nicht? Das ist ja die Frage. Lauf zurück, Jusen, komm. Wir laufen unserer Quest hinterher. Okay? Und wenn die uns angreifen, dann versuchen wir sie zu töten. Cool. Jetzt rennen die auch wieder in die andere Richtung. Wollen wir noch schnell mit der Hand rennen? Was hat der Todesschutz? Der Hund ist dran. Mach doch mit dem Hund das Auge kaputt. Oder den Dude da, keine Ahnung. Na, ich komme leider nicht ran. Und dann beißt den Dude. Beißt den Dude. Beiß ihn. Cool, das ist eine Bonusaktion. Ich könnte da vorspringen. Dann angreifen. Hä? Na, was ist das? Jetzt rennt er auch dahin. Lass doch dahin rennen, wenn sie wollen. Mein Gott. Ja, aber der ist unsere Quest. Ja, dann die, wie gesagt, an der Quest hinterher. Okay, jetzt, ja. Verstärkung. Das Auge Verstärkung. Verstärkung, ja. Vielleicht müssen wir auch einfach nur auf das Boot klicken und dann hauen wir schon ab. Und dann? Eigentlich, also vielleicht reicht das ja. Vielleicht müssen wir das gar nicht hier quasi besiegen, sondern nur vorbeirennen, so wie bei dem ganz am Anfang. Mit dem anderen Boss. Oder, die sind ja jetzt, wir sind ja jetzt alle vier quasi da hinten hingerannt, um die anderen noch zu holen. Vielleicht hätten drei von uns einfach vorne bleiben müssen, um die abzufangen, sodass die Gnome da fliehen können zum Boot, weißt du? Und wir dann nach und nach auch. Ja, weil die sind ja jetzt alle aus dem Loch da rausgekommen, die drei. Genau. Dass wir uns einfach davor stellen und du reißt mit deinem Eulenbär da hinten die Wand ein. Wir kommen dann nach. Und ja, genau, und wir drei kommen dann nach, wenn ihr durch seid, weißt du? Also was nun? Na, das hier gewinnen wir wahrscheinlich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das gewinnen. Das war jetzt quasi das für das nächste Mal, wenn wir neu laden. Das ist nur die Frage, ob wir unser Inventar auch wieder bekommen, wenn wir jetzt abhauen. Das ist die Frage, ja. Wisst ja auch nicht, wo wir rauskommen, wenn wir da mit dem Boot fahren. Na, wir sind ja hier Gefängnis am Mond. Also am Mondhügel. Hm. Nee, der Türme des Mondaufgang, genau. Da wollen wir ja so oder so eigentlich hin. Ja. Aber vielleicht nicht durch vom Gefängnis aus.
Achso, ich würde vielleicht heute auch gar nicht ganz bis 23 Uhr machen. Nur eine halbe Stunde oder so. Ja, Pilar spawnen ansonsten auch noch so ein Minion. Also den zweiten, den habe ich jetzt schon gespawnt. Den ersten und den zweiten habe ich schon gespawnt. Den dritten habe ich noch nicht ausprobiert. Dann probiere den ansonsten mal aus. Diese zwei Schlammviecher. Wie viel Leben haben die? 18. Naja, ich sag mal, also das wäre ja jetzt so zum Ausprobieren. Dann könnte... Achso, naja, Jusen kriegte die Wand da ja nicht eingerissen, leider. Aber das ist ja nicht schlimm, du kannst ja mit deinem Zwerg da stehen bleiben. Und Pilar kann davor auch Minions beschwören, dass die quasi die Angriffe wegtanken. Ja. Ja, genau. Hat er gerade mich angegriffen? Ja, und? Was macht er sich? Der hat Pilar angegriffen. Aber der von hinten hat dich angegriffen vorher. Ja. Pilar muss wohl hier bleiben. Ja. Gut, also dann kümmere ich mich um den 58er da. Irgendwie. Gut, ich bin nicht wieder gefesselt. Den Zauberspruch hätte ich zu gern von einem Kitty gehabt, Alter. Jusen, kannst du dich noch ein Stück bewegen? Bam, Junge! 22! Ha! Nee, nach vorne geht nicht. Komm doch. Man, hier die Klinge von einem Zwerg geschmeckt. Hallo? Seid ihr fertig? Was los, Pilar? Will auch was machen. Du bist gefesselt. Ist egal, zaubern kann ich trotzdem. Ja, vor dir sind noch die ganzen anderen dran. Du kannst außerdem jetzt nicht heilen, du hast so einen Negativ-Pfeil auf dich drauf. Ich habe auch nichts zum Heilen, David, woher auch? Ich meine ja nur, vielleicht hast du ein Heil-Spell oder sowas. Nö. Zauber-Spell. Dass sie alle keine Waffen haben, Alter. So, macht das Auge tot. Mensch. Hm. Wow. Der Hund ist ja richtig nützlich. Den bleib stehen. Was kann denn der? Tanzt du bis jetzt. Schlammwurf, 2 bis 5 Schaden bis 14 Meter, Schlammmatte, 2 Züge, 5 Meter Radius, um Gegner festzusetzen, Todesexplosion. Ich mach mal die Todesexplosion. Nee, dann explodiert er. Der explodiert so oder so, wenn er stirbt. Deswegen, okay. Das will ich jetzt nicht direkt einsetzen. Dann greife ich halt an. Ja, aber dann ist es okay, dann ist das andere das Bessere von den. Also, du kannst quasi auch den Typen spawnen, den ich da habe. Der hat 39 Leben, das macht glaube ich mehr Sinn als zwei mit 8 Leben. Wow, 16 Schaden. Das ist der normale Angriff. Kann bis zu 19. Oh, nicht schlecht. Aber der Tiger hat den Schaden gemacht, oder? Also nein. Pilar den Typen gemacht. Ah, okay. Der Vorteil bei den Viechern ist, da kannst du halt auch überall mit hinfliegen, auch nach dem Angriff noch. Nee, der leuchtet rot. Nee, ich konnte gerade fliegen nach dem Angriff noch. Ja, aber der hätte dich geschlagen. Ja, das stimmt, aber bis in anderen Verhältnissen ist das schon praktisch. Ja.
Was jetzt? Ja, wir kommen immer ein schwarzer Bildschirm, keine Ahnung. Naja, da kamen jetzt noch zwei. Von hinten kommen noch zwei. Da, wo ich gerade kämpfe mit dem einen. Hey. Okay. Hatten wir beide Glück. Scheiß. 60. Alter, der hat ein Level. Was? Der hat mit 60 Leben was vor mir gespawnt gerade? Ja. Klar, Junge. Glaub, wir kriegen gleich richtig hart aufs Maul. Alter. Jo. Ich glaub, das war's gleich. Ja, deswegen, also fürs nächste Mal müssen wir dann wahrscheinlich so viele Sachen wie möglich vor den Eingang spawnen, dass die dann nicht vorbeikommen. Naja, und du müsstest das Wachauge auf jeden Fall sonst abstechen, mit, wenn du dich unsichtbar ranschleichst und einen Angriff von hinten machst. Das ist, glaube ich, das einzige Ding, was Verstärkung rufen kann. Weil die Verstärkung kommt ja von allen Seiten, wie wir jetzt gemerkt haben. Aber wenn das Ding dann sieht, ist eh vorbei. Ich könnte jetzt. Ne, zum Boot komme ich noch nicht. Dann machen wir den erst um. Komm ich schon. Naja, klar. Machen wir nochmal. Also, ich deck euch den Rückzug. Mehr geht nicht. Oho. Ist noch einer direkt hinter dir, David. Habt ihr die da jetzt tot gekriegt oder was? Naja, klar. Zwei leben nur noch. Oh, krass. Läuft bei euch. Nee, ich bin Eulenbär und ich mache hier keine kurzen Sachen. Okay. Keine halben Sachen. Ja. Läuft bei dir. Ich und Azer zerlegen hier das komplette Gefängnis. Jo. Sollen sie noch mehr schicken? Was macht eigentlich der Hüter des Glaubens? Unsere Quest ist tot, oder? Ja. Ich auf jeden Fall ein Fragezeichen auf dem Boden, glaube ich. Das war schon vorher da. Okay. So, David, Hundi. Hundi. Noch ein, Alter, was denn los? Läuft doch. Kommen jetzt noch mehr? Nee. Sind bloß wieder die da hinten dran. Mhm. Ach, die kommen jetzt nachher ran. Was ist denn Halbling? Alter, spürt er noch ihn. Ey. Jetzt ruft er noch mehr Verstärkung. Die Sau. Mehr Verstärkung. Läuft. Würde ich sagen, ab ins Boot oder was? Aber ich glaube, wir gehen eh alle drauf. Aber wir schauen mal. Boah. Aber wofür sind wir jetzt eigentlich genau ins Gefängnis gekommen? Dadurch, dass wir direkt zur Armee durchgegangen sind. Okay. Hätten wir einen anderen Weg nehmen sollen, oder? Ja, wahrscheinlich. Anscheinend, ja.
Wollen wir das eigentlich bei YouTube hier dann auch als Folge machen, Peiler? Oder wollen wir das dann rausschneiden? Wollen wir jetzt hier noch ausprobieren, oder was? Ja. Oh, gute Frage. Bonusfolge nur für Kanalmitglieder. Weil wir werden ja wahrscheinlich sowieso, also da, wo wir ja gespeichert haben, werden wir ja neu ansetzen. Und dann ist ja die Frage, ob wir hier nochmal reingehen oder nicht. Das ist die Frage aller Fragen. Naja, hab ich da. Ich glaube, der Wächter, der versperrt denen da den Weg. Der Hüter. Ich glaube, die kommen da nicht durch. Und das Vieh kann, glaube ich, nicht laufen. Wenn wir Glück haben. Wow. Ich mach 3 Schaden. Weißt du dann, wenn wir jetzt mit dem Boot abhauen, dass wir unsere Waffen und so nicht wiederkriegen? Das wollen wir gerade testen. Also, das ist immer noch die Frage, ja. Gerade konnte ich nicht aufs Boot klicken. Vielleicht muss ich außen rumlaufen eben mal. Kann hinten nicht einsteigen. Ja, wir müssen hier wirklich alle töten. Die beiden hier noch drin töten. Aber was die NPCs da auch machen? Ich weiß nicht. Rennen hier alle hin und her? Ah, die kommt auch von außen. Jetzt ruft das Vieh schon wieder Verstärkung, oder was? Mhm. Schütz dich mal, Jusen. Hat zum Glück geklappt. Ich grill die mal hier währenddessen weiter. Macht das. Alter, wie die brennt. Ganzen Körper einfach. Guck mal, die kommen da nicht vorbei. Ja. Die müssen alle außen rumrennen. Verzaubert. Ja. Das ist ja richtig cool. Für uns zumindest erstmal. Kommen die wenigstens alle einzeln. Ja, wie oft willen die noch angreifen? Ah, ich habe keine Finesse-Waffe leider. Okay. Ist die da vorne gekillt oder was? Ja. Wo ist denn noch der eine? Die hat einen guten Stab. Zauberplatzgeneration. Deine Okay. Oh, der hat noch 9 Leben, Peiler. Kriegst du das hin? Ich bin da noch nie dran. Achso. Dachte, du wärst mit uns dran. Jetzt brauchst du auch keine Angst haben, dass ich Tränke nehme, Charlene. Ja, warum? Hat er keine. Der Behinderte ist, die sind alle weg. Ja. Naja, so Dings kann hier, du kannst ja von mir aus auch Tränke nehmen, Jusen. Es geht ja einfach nur darum, dass wir ein bisschen sinnig damit umgehen. Weil das ist eine Ressource, die wir jetzt nicht allzu oft irgendwo kriegen, weißt du? Außer bei Händlern, in Kisten, bei Leichen, in Truhen. Ja, wir kriegen trotzdem nicht so oft. Craften. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da Hülle und Fülle von hätten. So, die kommen jetzt also quasi von der anderen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, genau, da wo die der NPC gerade hinläuft. Die rennt den quasi genau in die Arme. Mhm, okay. Der Händler natürlich mal wieder. Mhm.
quasi alle, die wir retten wollten, die sind schön in die NPCs hier in die Rand. Gibt's doch nicht. Alles nur 20% Trefferquote. Kotzen. Wenn ich weglaufe, krieg natürlich was auf den Deckel. Ist ja logisch. Also, ich hab die hier oben mal platt gemacht. Wenn du mit deinem Speer angreifst? 9%. Wow. Nee, mit deinem Speer. So, wenn man da den Bogen hat in der Hand. Auch nur 20. Okay. Krass. Also 20%. Hast du denn auf jeden Fall Gift oder irgendwie sowas den Speer vorher? Ne, wir haben ja nichts. Na, musst du nicht rechts noch auf den Pfeil drücken, dass das Nahkampf ist? Musst du das nicht umstellen? Das kann ich machen, ja. Aber ob das. War 45, ja. Na, siehst du. Oh. Immer besser als 20. Ja, guck mal. Cool. Ja. Jetzt kriegen wir richtig aufs Fressbrett. Soll ich die oben etwa noch alle töten oder was? Ja, ja, wenn du dich da oben in den Weg stellen kannst, wäre super. Ihr habt da mit dem einen zu tun? Naja, wir haben keine Waffen. Ja, ihr habt doch Waffen in der Hand. Mhm. Das ist so, als wenn du einen stumpfen Löffel in der Hand hättest. Okay, das ist eine Bonusaktion. Ja, warte mal. Nüppel ihn nieder, Alex. Hey. Bam! Rein 20 Schaden mit Bogen. So, dann lauft. Wohin? Na, zum Boot. Zum zu Boot. David. Nee, wir können mit dem Boot nicht fahren. Ja, aber trotzdem dahin laufen, weil hier hinten können wir nichts weitermachen. Achso. So meinte ich das. Ah, Jusen, dahin. Bewegung. So, wäre jetzt cool, wenn der NPC zurückkommen würde. Aber ich habe den Mondaufgang Wächterschlüssel und gefunden. Aha, okay. Achso, ich hab. Helle Bauer. Boah, jetzt bleibt die da einfach stehen oder was? Alter. Cool, rette die Tieflinge ist jetzt fehlschlagen oder was? Mhm. Das ist doof, ey, wirklich. Soll denn das? Mehr Verstärkung. Ja, Wulvrin ist tot. Mehr Loot für uns. Tja, wahrscheinlich müssen wir wirklich einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube, ich würde das nicht auf YouTube veröffentlichen hier, oder Peiler? Dann spoilern war ja ein bisschen hart. Bei anderen Sachen haben wir auch schon mehrfach gespielt. Wie bei der Spinne. Da haben wir auch 4 Versuche gebraucht. Ja, aber wir haben ja da nicht dann nochmal neu angefangen und sind einen anderen Weg gerannt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht den Weg, den wir als nächstes gleich sofort weiterlaufen. Deswegen. Aber
dann würde man ja nie sehen, wie das ausgegangen wäre, wenn wir den anderen Weg gelaufen wären. Also, wenn wir nicht. Naja, wir müssen jetzt mal gucken, weil eventuell müssen wir ja trotzdem ja einfach lang. Wow. Alter. Aua. Ach so, na klar. Okay, David ist tot. Er hat noch 48 Leben, glaube ich. Ja, das Problem ist, diese Kugel ruft immer mehr Verstärkung. Naja. Ach schon. Nee. Hab ich ja vorhin nicht 80 Mal gesagt. Nee, deswegen. Ja, hätte der Hund nicht 2-2 und. hätte Fahrradkette. Naja, Rixköter. Ist ja auch egal. Wir können es gerne noch probieren, aber ich glaube, wir schaffen es eh nicht mehr. Wir müssen beim nächsten Mal ein bisschen vorbereiteter hier reingehen. Na, wir konnten ja gar nichts machen. Wir sind ja hier ohne Waffen reingeworfen worden und haben ja nichts gefunden. Deswegen. Ja, doch, Kackwaffen. Ja, aber was willst du dich dann da vorbereiten, Jusen? Ja, dass wir vielleicht ein paar Zauber haben, vorher schon mal ein bisschen bestimmt, wie wir ohne Waffen auch kämpfen können. Ich glaube nicht, dass wir über die Brücke weitergehen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Dass wir nicht ins Gefängnis geworfen werden, damit wir unsere Waffen behalten. Vielleicht können wir uns über den Haupteingang einen Weg nach unten kämpfen, weißt du? Um die Gnome zu befreien. Ja, ich glaube, es gibt auch einen anderen Weg. Wir hatten ja auch noch überall Questmarker da auf der Map. Er hat nicht umsonst gefragt, ob wir weitergehen wollen oder umdrehen wollen. Ich denke auch. Cool. Aber wir wissen wenigstens jetzt vielleicht mal, wo es lang geht, wenn wir irgendwie wieder in den Knast dann kommen sollten. Oh. Beziehungsweise sind dann vorbereitet und haben vielleicht dann sogar noch ein paar mehr Spells im Petto. Okay. So sieht ein Krieger richtig aus. Das würdest du machen, hättest du nicht 5 Klassen gleichzeitig geskillt. Digga, aber ich hab diese Wucht ausgehalten. Ich hatte doch einen Lebenspunkt. Also, was ist los? Uiuiuiui. Kannst du mit dem Boot fahren, Peiler? Nee, ne? Doch. Ja? Kann ich ja. Na dann, hau raus. Guck mal, wo es hingeht. Solange das Boot festgebunden ist, ich muss erst die Seile lösen. Ah, okay, das stand bei mir nicht da. Komisch. Brüchige Kette. Sind das sogar. Ja, gut, musst du draufhauen. Ja, musst du Schaden mitmachen. Ach, guck, dann hätten wir quasi vielleicht nur auf die Ketten hauen müssen, damit die Gnome verschwinden können. Richtig. Ja, ja. Na, dann wissen wir, erste Mauer aufsprengen. Dann quasi Ketten wegmachen, zweite Mauer aufsprengen und sich schon mal so hinstellen. Erst Ketten wegmachen und dann die Mauer aufsprengen. Genau. Ja. Okay. Genau. Ja gut, die kam ja erst nach der zweiten Mauer auch. Ja, aber wir sind ja hier durchgekommen, also wir können ja erst die Ketten kaputt machen, bevor wir da die letzte Mauer kaputt machen, wo sie dann alle kamen. Ja, genau. Und dann quasi, dass du und Peiler diesen, die jeweils so einen Zwerg da beschwören und den stellen wir dann an den ersten Eingang. An den ersten oder unter den zweiten vielleicht dann über zum, obwohl die machen viel Schaden. Nee, wieso? Die anderen sind doch locker weggerannt vor denen. Stimmt. Dann aus dem zweiten Eingang. Ja. Die sind ja alle aus dem ersten Eingang gekommen. Mit den Gnomen können wir ja die Wand auch zerkloppen. Genau. Und wir müssen dieses komische fliegende Auge im Auge behalten, weil wir es immer wieder nach. Na, das kann uns doch egal sein, Jusen, wenn wir alle mit dem Boot fliehen können. Ja, okay. Wir wollen, also es geht eigentlich darum, dass wir gar nicht hier kämpfen. Ah, okay. Wir wollen eigentlich nur abhauen und am besten die Quest noch mitnehmen. Genau. Und deswegen quasi so viele Viecher vor den ersten Eingang da oben, also hier. So viele Viecher beschwören, wie es geht. Dass die da quasi alles wegtanken. So gut wie es geht. Bei dem anderen musst du das ja auch machen. Und die müssen wir ja auch nicht retten, die können wir ja jederzeit wieder spawnen. Genau. Ja, aber bei dem anderen Eingangpeiler, da sind die doch locker weggerannt. Ja, die rennen da gleich zum Boot halt. Genau. Die müssen nur die unteren aufhalten. Ja, solange wie halt dieser Hüter da steht, ja. Aber ob der da das nächste Mal steht. Nee, bei dem zweiten Eingang war doch gar keiner Peiler.
Die alle Gegner, die waren, die sind doch durch den ersten Eingang gekommen gerade. Ja. Ja, logisch, weil sie hier hinten beim zweiten Eingang, da standen sie erst, wo das Auge war. Nee, und dann mussten sie rumrennen, weil da dieser Hüter steht, dadurch kam ja keiner mehr durch, weil das, sie den da gespawnt das ist doch haben. Aber der Hüter wurde erst später gespawnt. Genau, das ist doch viel später passiert, Peiler. Bis ja, da... Ich sag ja bloß, dass die Verstärkung beim Auge gespawnt ist, ne, sag ich ja nicht. Ja, aber das kann uns ja dann egal sein. Bis dahin sind wir ja schon längst weg. Dann poppen wir. Wissen wir ja nicht. Mal gucken. Also ich weiß es schon. Zu 95%. Ja, oh, aber nicht zu 100. Also Attacke. Ey. So, kann ich, kann ich mir aufhelfen eigentlich jetzt so? Ne, ich hab auch keinen. Ah, der kann nicht aufhelfen. An den komme ich nicht ran. Dann hauen wir den hier weg. Hitze. Das hätte auch in die Hose gehen können. Jusen und Alex stehen in der Fettwitze. Hm. Jetzt aufstehen. Ah, ich bin auch ein Profi. Da bitte. Alter, danke. 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 Ah, der Zwerg kann natürlich. Kannst du noch aus der Pfütze rauslaufen? Ja, bin ich. Achso.